Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und ich würde sagen, ihr seht, in welchem Game wir uns befinden. Und zwar im wunderschönen LS22, wie ich es angeteasert habe, wird es jetzt endlich beginnen, dieses schöne Let's Play mit LS22. Ich habe es lange auf mir sitzen lassen. Wie ich auch schon erwähnt habe, sind diese Videos natürlich, sind diese Videos nicht geschnitten. Aber ja, diese Folge wird jetzt eine Stunde gehen. Ich versuche eine Stunde aufzunehmen. Wenn es 50 Minuten sind, sind es 50 Minuten. Die nächsten Folgen werden dann aber kürzer sein. Ich meine, die meisten waren eigentlich dafür, für einstündige Videos. Aber es gibt auch welche, die kürzere Videos haben wollen. Deswegen werde ich dann so zwischen 30, 40 Minuten pendeln, demnächst dann in den nächsten Folgen. Aber die erste Folge hier soll direkt so ungefähr eine Stunde gehen. Deswegen, ja, genau, ist das soweit geklärt. Drescher aufklappen. Tatsächlich weiß ich nicht. Ah, das ist der Motor. Sehr interessant. Schneidwerk senken. Ja, okay, gut. Das meiste mache ich sowieso mit der Hand. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch direkt hier das Farmen. Okay, diese Lecks, die sind mir jetzt schon ein bisschen ungeheuer. Die nerven ein bisschen. Die FPS wollen nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade so leckt. Als ich gerade eben mal getestet hatte, hat es noch nicht so geleckt. I don't know. Wir müssen da gleich noch ansehen. Da hinten muss gekrubbert werden. Das ist jetzt die Frage, wo stellen wir am besten den Helfer ein? Wir stellen am besten hier bei den Helfer ein. Boah, Bruder. Ehrenlos. Das müssen wir noch mitnehmen. So. Okay. So, und dann stelle ich jetzt hier den Helfer. Warum? Warum, Bruder? Warum musste da jetzt noch was rauskommen? Was sollte das denn jetzt? Okay. Dann stellen wir jetzt den Helfer ein, ja? Wie er da hinrotzt. Wovon? Naja, okay. Alles klar. Das haben wir erledigt. Dann können wir hier einmal grubbern. Was wir auch tatsächlich tun. Da umstellen. V. Ich habe auch ein bisschen was auf meinem Lenkrad gelegt. Oh, Leck. Diese Lecks hasse ich, wenn du die Kamera wechselst. Naja. Ach, Bruder, hallo. Performance will mich gerade ein bisschen hops nehmen. Ja. Wir sind hier auf der... Oh, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, irgendwas mit E war es. Map. Ah, scheiße, falsche Taste. C anstatt V gedrückt. Man kennt die. Und ja. Keine Ahnung, wie lange ich dieses Let's Play mache, solange wie ich Bock drauf habe. Und ansonsten gibt es erstmal eine Pause. I don't know. Bin natürlich jetzt schwierig, eine ganze Stunde voll zu bekommen. Ich meine, ich kann einfach Gameplay spielen, ist klar. Aber. Ja, ich muss ja schon irgendwie ein bisschen was labern. Ansonsten ist es auf Dauer echt langweilig. Da ich gesagt habe, dass die Videos angekratzt sind, ich muss zwar trotzdem das in das Schnittprogramm kurz reinwerfen, damit ihr mich auch hört. Sonst wäre scheiße, sonst würdet ihr mich nicht hören. Weil ich mit zwei Audiospuren aufnehme, dann würdet ihr nur die Desktop-Audio hören. Und mich sehen zwar, aber ja, ihr würdet mich nicht hören. Deswegen muss ich es auch. Sorry, habe ich kurz geschlagen hier. Eure Audio habe ich kurz geschlagen aus Versehen, das tut mir leid. Deswegen muss ich das kurz da reinschmeißen, dass beide Audiospuren so eine dann sind und dann ist beides in einem. Gut, so kann ich auch noch den Ton anpassen, ob jetzt das Game zu laut ist oder ich zu laut bin oder es zu leise ist, was weiß ich. Das kann ich dann anpassen, ist natürlich blöd. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang den Start verkacke, ne, also die Anmoderation oder so, dann kann ich das auch nochmal im Schnittprogramm wegmachen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht verkackt, also ich kann jetzt das Video einfach so reinschmeißen, das ein- und ausblenden lassen und ein Outro am Ende noch reinmachen oder so. Ne, und dann... gucken, ob die Audio so in Ordnung ist. Und dann muss ich leider ein Stück dieses Video rendern lassen. Kann es aber auch gleichzeitig direkt hochladen lassen. Das ist schön. Also ich kann
bei Adobe coolerweise. Das ist echt schön gemacht. Bei dem 2022er kann ich dann schön das rendern und für YouTube direkt rendern, also dass es nach dem Rendern direkt automatisch hochgeladen wird. Da gebe ich vorher dann den Titel ein und sowas und Beschreibung. Und dann muss ich nicht mehr, wenn das fertig gerendert ist, noch das auf YouTube gehen, auf YouTube Studio, das da hochladen, bla bla. So geht das automatisch, muss ich einfach nur warten, bis Adobe komplett fertig ist. Und dann ist gut. Dann muss ich nicht mehr so groß viel machen. Aber es könnte sein, dass... Warte. Ja, das können wir mal alles anhängen. Den auch. Naja, okay, never mind. Der ist gleich schon voll. Oh, der ist aus Versehen wieder abgegangen. Der ist nicht gleich voll, ich meine, der ist gleich schon fertig, das wollte ich sagen. Ja, okay. Ich glaube, wir sehen dann jetzt aber auch... Hallo? Ich glaube, wir sehen dann aber auch jetzt. Ne? Dass wir zwischendurch was anderes machen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur grubber, ist ja schon irgendwie langweilig, ne? So. Dann... wollen wir doch mal was sehen. Und zwar... Maschine aufklappen und wir lassen einfach heizen drin und dann und V. Ich glaube, wir lassen einen kleinen Streifen aus, oder? Was, ne? Stimmt, hier gehen ja die Fußgänger lang, Louis. Okay. Oh mein Gott. Das hasse ich jedes Mal. Ich gehe gerne in die Innenansicht zwischendurch, aber... dieser leckt dann, wenn du die Kamera wechselst, ist ekelhaft. Digga, warum leckt das? Aber nur in der Innenkamera. Vielleicht liegt es auch an irgendeiner Mod. Ich habe nämlich alle Mods, die ich mal drin reingemacht habe, entfernt. Ach, nicht entfernt. Eingefügt. Es könnte sein. Weiß ich aber nicht. Es könnte sein, dass irgendeine Mod am Arsch ist und es deswegen nicht gut funktioniert. Aber was weiß ich. Ich habe aber auch nur so, weiß ich nicht, 20 Mods drin, irgendwie sowas, keine Ahnung. Viel ist es eigentlich nicht. Aber anscheinend ja dann doch. Ich weiß es nicht. Aber der hat noch eine Bahn und dann ist der schon fertig. Können wir den ausleeren und sowas. Gut. Missionen können wir auch gleich machen. Jetzt gerade die letzte Bahn da. So. Wir sind wahrhaftig schon bei 8 Minuten, was mich komplett wundert, Digga. Aber trotzdem, eine Stunde ist lang. Ich nehme das ja abends auf. Beziehungsweise nachts. Aber was heißt nachts? Wir haben jeden Moment 12 Uhr. Das heißt, ich muss bis kurz vor 1 aufnehmen. Perfekt, entspannt. Nein, also an sich habe ich sowieso generell auf das Game jetzt Bock gehabt. Ist nur jetzt ja relativ spät dafür, aber egal. Also ich meine jetzt relativ spät dafür, ja okay, es ist lange draußen, aber auch relativ spät dafür, dass an der Zeit, die ich gerade habe. Ja. Ja, den lernen wir jetzt einfach aus. Plan eröffnen. N. Okay. So, so sieht unser Charakter, by the way, aus. So. Hier hin. Und das Rohr ausfahren. Oh. Als ob ich da ernsthaft für den Motor starten muss. Wie lame. Passt es perfekt? Nein, absolut gar nicht. Ich habe so einen scheiß Anhänger, ne? Ich habe klar. Nein, ich komme damit absolut gar nicht klar. Ah, dann drehen wir eine extra Runde, okay. Ich habe auch ich habe alles ausgestellt außer Fruchtzerstörung. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt hier irgendwie mit dem Stein, das habe ich sowieso noch nie richtig kapiert. Die Steine aufsammeln und sowas. Ich meine, die Dinger, da musst du auch da erstmal dafür haben, ne? Das ist das Ding. Steine aufsammeln, okay, ist nicht das Problem, aber dafür brauchst du halt auch erstmal die Maschine für. Flügen nervt auch einfach nur ein bisschen.
Und was war es noch? Irgendwas anderes noch. Unkraut, genau. Da weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie ich dagegen vorgehen kann. Ich weiß, dass es da Geräte gibt, aber ich kam damit einfach bis jetzt noch echt nicht klar. Deswegen, ja. Stellen wir den erstmal an Seite. Den brauchen wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Eine lange Zeit nicht. Sagen wir mal so. Stellen wir einfach mal hier hin. Da. Oh, der ist auch fast fertig. Okay. Der braucht noch ein klein wenig. So, und wir haben jetzt unser Zeugs hier. Bringen das jetzt einfach ins Silo. Ey, ich darf echt nicht im Innenraum fahren. Innenraum ist ganz tabu, Alter. Ja, ich guck mal in der nächsten Folge, dass ich vielleicht ein paar weniger Lags hab. I don't know. Irgendwie ein bisschen blöd. So, einmal abladen. Und dann könnten wir ja rein theoretisch eine Mission annehmen. Die uns ein bisschen Geld verschafft. Ja, speichern wir das schön. Und zwar, wo sind die denn noch? Hier. Aber bevor ich mir irgendwas... Oh mein Gott, das ist viel. Oder? Ja, safe. Irgendwas annehme. Ja, Feld 32 oder... Es ist safe groß. 32? Warte, lass mich die 32 finden. Ja, das ist voll riesig. Da bin ich lange dran. Gut, ich krieg 11 Tacken, aber... Feld 47, dann dünge ich lieber. 29 und 47. 47, ja, ist klein, und 29. Teilweise ein bisschen schwierig. Da. Ja, die nehme ich beide dann. Okay. Geräte ausleihen. Ja. Dann packen wir den hier, machen die Plane drauf. Und ja. Machen unseren Job hier mal, um ein bisschen Geld zu verdienen, so. Ich wollte gerade 1 Euro sagen. Nein, so ein Tausender zu verdienen. Was ich schon finde, ist noch wenig Geld. Vor allen Dingen müssen wir diese scheiß Maschine noch auffüllen. Was mir auch gerade einfällt. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das heißt, ich muss jetzt noch hier reingehen, auch wieder Geld ausgeben. Was denn runtergesetzt? Ah ja, ich würde die jetzt kaufen, aber... den kann ich sowieso nicht kaufen, aber den hier zum Beispiel. Ah, nee. Okay, das sind die Mods, die hier drin sind. Hier ist noch das Class Serion Sattler Track Pack. Den Rest, den könnt ihr ja sehen. Falls ihr wisst, ob davon irgendeiner ein Problem hat. Vielleicht hat auch irgendeiner ein Update, das weiß ich nicht. Was ich brauche ist Big Bag Planet. Paletten? Dünger gab es jetzt nicht, ne? Das ist doch einfach nur Mineraldünger. Ja, guck, ich mache halt Minus schon mit einem Mineraldünger. Es ist so dumm. Ich habe jetzt 3000 Euro dafür bezahlt. Und die kriege ich nie wieder. Aber eigentlich machst du einfach Minus. Oder bezahlt der Typ mir das? Ich weiß nicht. Gut, ich habe vielleicht auch viel zu viel. Das könnte sogar schon reichen. Könnte sein, ja. Könnte tatsächlich sein, ja. Zu welchem Feld muss ich denn nochmal? Hm. 47, das ist bei mir. Ja, okay, easy. Das leckt halt wirklich ekelhaft. Ja, Digga, hör doch auf. Ja, ich kann eben im Raum einfach nicht fahren, Bruder. Kann sich vergessen. Naja. Oder es fuckt mich ja richtig ab, dass es leckt. Ja, irgendwas ist doch faul, ey.
Ey, ich guck mal kurz, ob ich das beheben kann. Das fuckt ja richtig ab, Bruder. Das ist ja richtig nervig. So, ich glaube, ich hab's jetzt gefixt. Tatsächlich hatten Mods Updates. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich besser ist oder nicht. Auf jeden Fall, habe ich jetzt mal geupdatet. Könnte vielleicht was gebracht haben, aber wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht. Nein, hat's nicht. Im Innenraum auf jeden Fall nicht. Im Innenraum ist immer noch so schlimm. Ich verstehe halt echt nicht, warum. Vielleicht wisst ihr Bescheid, ich habe ja die Mods gezeigt, was ich so drin habe. Ob da irgendeine Mod ein Problem macht oder so. Weil eigentlich an mich, an sich ist mein PC gut genug. Also er ist wirklich gut genug, um so ein Spiel zu laufen. Also ernsthaft jetzt. Es liegt auch nicht an meinem PC, weil CPU und GPU chillen so bei 11% oder so ein Scheiß. Deswegen. Ne, volle anschalten. So, dann düngen wir mal hier die schöne Scheiße. Ja, Aufnahme läuft, gut. Gut, der ist fertig mit Säen, auch gut. Weil ich faul bin, mach ich direkt so. Dann sind wir hier relativ schnell fertig mit. Trotzdem machen wir Minus, ne? Was ich natürlich machen kann, ist den einen anderen Auftrag auch schon anzunehmen. Dann da hiermit noch hinzufahren, das zu düngen. Und dann den Auftrag zurückzugeben, dann brauche ich nicht schon wieder neue Autos auszuleihen. Das wäre nämlich unnötig. Okay. So. Die wäre abgeschlossen. Oh. Jetzt habe ich nur noch Ernten. Die andere Düngermission weg. Vertragswert, Rückzahlung. Okay. Ich krieg tatsächlich. Okay. Ja, was ich noch machen muss, ist natürlich das, was jetzt noch drin ist, entladen. Das kann ich dann für später mal benutzen. Das verkaufe ich nämlich dann nur unnötig. Deswegen. So. I entladen. Perfekt. Und jetzt kann ich die Sachen zurückgeben. Abschließen. Bam. Ja. Perfekt. Genau. Und der kann hier eigentlich direkt wieder grubbern. Es sei denn, wir mieten uns eine Ballenpressmaschine oder einen Ladewagen, auch in Ordnung. Was sagen denn die Preise, Leute? Was sagt denn die Preise? Okay, das sollten wir. Ja, das könnten wir gut da zu Geld machen, ist klar. Das ist halt ein großes Feld, aber ich würde halt viel Geld dafür bekommen. Wir haben auch ein. Ja, nee, Digga. Aber wo ist das? Ey, mein Gott, ich hab so lange nicht mehr gezockt, ne? Hier, Stroh. Ah, ne, das sieht scheiße aus. Ja, okay. Was hab ich denn dann jetzt? Heu, ne? Ne, Stroh. Okay. Naja. Ich könnte einen Ladewagen holen, das würde gehen, ja. Will ich das aber? Ist auch keine. Nee, es ist leider keine Dings. Es sind nur ein Anhänger, ein Traktor und ein Häcksler und eine Erntemaschine, die ich mir nicht leisten kann. Wir können uns natürlich auch Geld leihen, so viel bis 300.000, 500.000, wie auch immer, ich weiß nicht. Aber, boah, es macht keinen Sinn, glaube ich. Also,
gucken wir direkt, dass wir uns hier irgendwas mieten. Und dann... Wo ist es? Ladewagen. Das müsste reichen, oder? Ich glaube schon. Dann nehmen wir L, genau. Okay. Naja, keine Ahnung. Ohne. So, jetzt ist es da. Gut, den mieten wir uns. Und wir nehmen den Traktor hier lieber für. Der ist, glaube ich, am schnellsten. Auf jeden Fall am stärksten. Ah, okay, es liegt auf jeden Fall nicht am Helfer. Wenn der arbeitet, es liegt auf jeden Fall nicht daran. So, jetzt muss ich kurz dahin tuckeln. So. Schön den Ladenwagen jetzt holen, den wir gemietet haben. Und dann geht's. Ey, diese Lex, ne? Gehen wir schon leicht auf den Pisser. Wir können auch rein theoretisch die Zeit ein bisschen höher stellen. Können wir eigentlich wirklich machen. Ich hatte die auf Echtzeit gemacht, aber wir können sie auch auf 5er schneller machen. Da geht die Zeit auch ein klein wenig. Ja, so ist es noch. Ja, ja, das ist perfekt. Jetzt ist gerade erst eine Minute insgesamt weg. Ja, ja, so ist in Ordnung. Ich hoffe, hier passt wirklich alles rein. Und let's go. Damit jetzt wieder zurück. Ja, ich würde so gerne im Innenraum fahren, aber irgendwie leckt das. Das nervt. Naja, irgendwas ist es, Digga. Ich weiß aber nicht was. Das hat sonst nie so gelegt. Am meisten leckt es wirklich im Inneren. Das ist ein bisschen nervig, ich weiß nicht. Naja. Und zwar mit unserem gemieteten Ladewagen zu unserem Hof, sammeln das auf, bringen das weg, haben ein klein wenig mehr Kohle und ja. Gut, hätte ich die Helfer nicht benutzt, hätte ich immer noch über 100.000. Also hätte ich immer noch 100.000 so. Aber ja. So. Lohnzahlung, das auch noch. Ladewagen einschalten. Oh Gott. Dieser kurze Lag. Doch, das ist glaube ich Stroh. Zeichen. So. Schön Bahn für Bahn, weg damit. Schön alles mitnehmen. Das kriegen wir, glaube ich, alles gerade so rein. Ja. Na ja, okay. Scheiß auf die Scheißdinger. Obwohl, können wir jetzt mitnehmen. Jetzt stehe ich gut. Ja. Nehmen wir die Bälle mit. Genau. Perfekt. Gibt es eigentlich einen Fotomodus? Das wäre hier praktisch. Keine Ahnung. Selbst wenn, ich weiß nicht, welche Taste, ne?
Ich kann natürlich was machen. So, jetzt habe ich das nicht gerade gemacht. Geht auch. Das ging ja auch, alles gut. Immer zwischendurch Screenshots machen für ein Thumbnail. Ganz wichtig. Oh, ich hoffe, das passt alles jetzt hier rein. Naja, zur Not wird der Rest weggegrubbert. Wegen 2-3% fahre ich nicht nochmal hier hin. Fahr ich nicht nochmal den ganzen Weg dann. Hier, die Bahn ist am wichtigsten, die liegt am meisten, habe ich das Gefühl. Noch. Oh Gott, ich krieg wirklich die eine Bahn nicht mehr heim, ne? Ne. Ne. Aber die gerade so zu Ende. So, haben wir den noch ganz randvoll. So, hiermit am Anfang, das ist ein Riesenhaufen und dann ist er wahrscheinlich voll schon wieder. So. Kurz mal gucken. Oh, Stroh haben wir. Da müssen wir zum Viehhändler. Markierung setzen, bitte. Wo ist sie jetzt? Da. Okay. Dahin also. Let's go. Das wären jetzt noch so 10% höchstens, was da liegt, aber deswegen dann nochmal fahren. Gut, wäre es jetzt direkt hier gegenüber. Okay, aber... Ernsthaft jetzt? Er fährt auch einfach, ne? Ist einfach gefahren. Er fährt halt einfach durch, Digga. Juckt ihn auch einfach nicht. Ja, das sieht nicht so gesund aus. Ach, stimmt. Ich weiß warum. Weil über Laden habe ich ausgemacht. Also ja, hier Ladelimit habe ich ausgemacht. Ne, No Limit stand da und das ist aus. Das heißt, wenn ich das anmache, dann hat es kein Limit. Ach, keine Ahnung. Hm. Gleich nochmal reingucken in die Einstellungen. Machen wir so auch nochmal einen Screenshot. Und einmal auf den Hof, bitte. Junge. Unfassbar, wir haben jetzt jeden Moment 28 Minuten geschafft. 28. Könnte bei euch eine Sekunde oder ein paar, zwei oder sowas weniger sein. Weil ich ja einmal die Aufnahme kurz pausieren musste, tatsächlich. Aber ja. Ja. Oh, das kann ich bewegen, Leute. Okay, das ist mir neu. Jetzt geben wir mal ein bisschen Geld. Wichtig. Ja, da kommt was in die Kasse. Ah, wir haben nur 97 knapp. Oh, wir haben 97. Na geil. Okay, 1681 und das ist noch mehr, als ich für den Job bekommen habe, glaube ich, so ein paar Euro mehr als für den Job, den wir gemacht haben. Okay. Dann nehme ich so hin. Gut. Das ist natürlich die Sache, was wir genau machen können. Jetzt gerade heißt es eigentlich nur warten, ne? Wir können jetzt immer säen und Aufträge machen, aber es gibt halt nur Ernteaufträge. Und die ganze Zeit ernten? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich würde gerne das große Feld hier machen, ne? Das ist die 32? Ich weiß es jetzt nicht. Aber dauert halt auch wieder eine gewisse Zeit, ne? Aber dann geht die Stunde ein bisschen länger, schneller weg. Wir haben jetzt fast 30 Minuten. Oh, eine halbe Minute, dann haben wir 30 Minuten voll und dann brauche ich nochmal genau 30 Minuten. Damit das Video lang genug ist. Das wird wahrscheinlich eine Stunde 1 oder so gehen. Also, ja. Nicht genau eine Stunde. So, wir sind auch hier im Moment hier angetuckelt. Das Ding ist ja auch, wenn ich die Sachen jetzt miete dafür,
Du musst ja trotzdem mit den Sachen da alle hinfahren. Ja, super. Wunderbar. So. Stellen wir ihn hier hin. Und gucken nochmal in die Aufträge rein. Oder? Lass uns erstmal gerade laden. Ja, also. So, 32, ja. Du kriegst halt 11.000 dafür. Ja, knapp 32.000. Aber dafür muss ich halt den hinfahren. Samt den Scheiß und den noch, ne? Zum Ernten. Ernte Weizen. Okay, wenn ich sie natürlich miete, bekomme ich 1.322... Hallo, was ist denn los? 1.321 Euro weniger. Aber wenn ich das mit meiner jetzigen Ausrüstung mache, Digga, bin ich Jahre beschäftigt. Also ich muss mir die Geräte ausleihen. Sonst kann ich es vergessen. Wow. Das hat gelaggt. So, das Teil hier schön drauf tun. Hallo? Und willst du das jetzt nicht? Aha, jetzt. Boah, jetzt. Voll Karacho. Hallo? Da drauf. Ah ne, never mind, das Feld ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist direkt hier. Ja, geil. Ja, und dann habe ich mich gar nicht beschwert. Dann muss ich die Sachen ja doch gar nicht so weit dahin fahren. Das ist ja wirklich direkt hier. Das ist ja praktisch. Das ist gut. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da bräuchte ich den einen ja gar nicht dafür, Digga. So unnötig. Will ich den Traktor mit dem Anhänger hinstellen. Aber eigentlich egal, warum steht da eine Achtung? Ich weiß es nicht, da unten ist irgendwie eine Achtung. So. Kuppeln wir das hier ab. Parken den gerade. Jetzt fahren wir noch den hier rüber. Rückwärts. Ah, fuck. Verkackt, Bruder. So, let's go. So. Dann kann es ja losgehen. Jetzt. Hier passt natürlich einiges an Volumen rein in diesen Anhänger, ne? Schon krank. So, dann stellen wir unseren Traktor mal hier hin. Genau, den wollte ich. Ich werde X drücken. Ah ja. Oh, ich habe mir gerade voll wehgetan. Ich weiß nicht an was, aber ich glaube an dem Kabel. Aua. Aber das Feld ist doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Es geht! Wir haben ja einen. Ah, Scheiße, ich leg die ganze Zeit in die falsche Richtung. Tatsächlich geht es. Wir haben ja einen großen Drescher jetzt. Dann geht das Ganze natürlich noch viel schneller. Ja. Let's go! Das sollte ich zu irgendeinem bestimmten Firma bringen, dann das, was ich geerntet habe. Aber ich weiß nicht mehr welche. Ich kann den Namen gerade nicht mehr sagen, keine Ahnung. Ist schon Unkraut drin. Immer dieses Unkraut. Immer und überall. Tempomat eingestellt, dann muss ich nur noch lenken.
Ja, ich hab leider nichts groß Spannendes zu erzählen, ne? Naja. Okay. Oh, in 4 Minuten sind es 12:30. Hier ist ja interessant. Ah, dieses kleine Scheißding da, scheiß drauf. Auch nochmal ein Screenshot von. Ja, es geht. Dauert trotzdem lange. Wenn ich 42 km/h fahren könnte, dann wären wir schnell durch, aber. Ja, das wird ja keinen Sinn machen. Rein theoretisch könnte ich das ja auch noch mit dem Ladewagen aufheben, ne? Und auch nochmal verkaufen und nicht das, da mache ich dann. Da trägst du dich das einfach aus, verkauf das Zeug und mach nochmal ein bisschen plus. Vielleicht das Geld plus, was ich hier minus wegen der Miete gemacht habe. Ne? Nicht vielleicht, sondern sogar noch ein bisschen mehr dazu, ja geil. Oh Mann, ey. Da kommt viel. Boah, Digga, das dauert schon lange. Ich unterschätze das Ganze. Das sieht jetzt nicht so groß aus. Also schon groß, aber sieht so aus, als wären wir schnell fertig, aber das wirkt nur so. Ja, laut meiner Uhr 37 Minuten. Und der Drescher ist auch schon fast voll, der ist schon über 50% voll, ey. Okay. Es könnte sein, dass ich vielleicht Musik reinmache. Weil es teilweise vielleicht doch langweilig ist, aber dass ich so eine Farmers-Musik irgendwie, irgendwas, was mit hier zu gut passt, reinmache, leise im Hintergrund, dass man das noch ein bisschen hört. Ist vielleicht nicht ganz so langweilig, eventuell. Aber ja, das ist auch das Einzige, was ich höchstens mache. Noch zusätzlich. Ansonsten ist ja eigentlich nichts dran geschnitten. Ja. Oh, die Müdigkeit kickt, ey. Hallo. Ich muss aber jetzt noch ein bisschen mehr als 20 Minuten aushalten. 10%. Oh Gott. Und das ist schon fast voll, Alter. Stimmt, der Typ hat ja auch gar nichts davon, weil wenn ich das hier abgebe, ach, was ich auch nicht gesagt habe, ist, ich spiele auf einfach. Aber das habt ihr vielleicht schon gemerkt, weil ich Ausrüstung und Geld habe. Die, die sich auskennen, wissen das natürlich. Der Typ kriegt natürlich von gar nichts, ne? Wenn ich das wegbringe, bekomme ich die ganzen Einnahmen selbst. Und ja. Also er macht eigentlich nur Minus dadurch. So. Das ist blöd, weil Fruchtzerstörung ist an. So, stelle ich mich so hin. So.
erfolgreich hier in Neuen. Ich weiß doch. Boah. Aber doch, 10% ist schon viel dafür, dass ich noch nicht mal einmal ganz komplett rumgefahren bin. Ist das schon viel. Und theoretisch könnte ich jetzt übers Feld fahren und alles kaputt fahren. Und dann habe ich vielleicht die Aufgabe auch erledigt, aber... Ja. Egal. Das ist ein bisschen scheiße gefragt, egal. Gar nicht kaputt gefahren. Hm. Na, passt. Na, scheiße. Scheiß auf Realismus. Das ist erstmal so halbwegs wieder hinstellen, wie er stand. So. Direkt weitermachen können. Vielleicht schaffen wir diese Aufgabe ja doch fertig zu machen, bevor die Folge zu Ende ist. Gucken. Ich hasse dieses Gähnen, das fuckt richtig ab. So müde bin ich noch nicht eigentlich. Das triggert einfach nur. Unnötig anhalten. Wunderschön. Da sind wir schon in der zweiten Bahn drin und haben gleich wahrscheinlich schon 20% oder sowas erreicht. Ey, das schaffen wir nicht in dieser Folge. Da müsste ich jetzt was ich machen, ne? Meinen eigenen noch holen und damit gerade noch schnell drüber brettern gleichzeitig. Also da noch den Helfer anstellen und den hier dann fahren gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Selbst das aber würde nicht bringen. So, wir haben jetzt ungefähr noch 15 Minuten. Geil, da habe ich drauf gewartet, dass da 20% steht. Da habe ich schon drauf gewartet.
Ich meine, das ist auch schon wieder jeden Moment voll. Super. Und Helfer einstellen? Bringt mir auch nichts. Ey, das ist geil. Schwierig, mir für eine ganze Stunde aufzunehmen. So, ich weiß nicht, was ich labern soll. I don't know. So, jetzt muss ich zum Beispiel anhalten. Bin ich ja schon fast wieder beim Anhänger. Ist gut. Ich möchte nicht so weit mit dem Traktor noch fahren wieder. Mal gucken, wie nah wir kommen an ihn. Wir könnten sogar schaffen, bis dahin zu kommen. Na, nee. Nee. 90. Ey, nee, hör doch auf. Oh, das gibt's doch nicht. Kack generell, Mann. Okay, ist gut, es gibt auch spannendere Dinge, als gerade die ganze Zeit mit zu ernten. Okay, verstehe ich. Trotzdem. Boah, ich bin perfekt nah. Ich glaube, ich fahre einfach mit dem Mähdrescher dahin. Ja. Scheiß drauf. Das Wort zerstören wir doch nicht an, ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Nein! Nein! Ich wollte ihn nicht rammen. Ich wollte ihn tatsächlich nicht rammen. Schön verteilen. Und weiter geht's. Huch. Einmal zurück. Hat einen guten Lenkwinkel, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sich so einfach steuern lässt. Super einfach gedreht. Als wäre es nichts. Na gut. Ich bin aber schon jetzt froh, wenn dieses ganze Feld geerntet ist, ne? Ich hab's ja eigentlich nur angenommen wegen dem Geld, was schon viel Geld bringt, aber es ist halt immer noch einiges, was wir machen müssen, ne? Oh mein Gott. Ah, da muss noch einiges weg. Gut, wenn ich jetzt so hier so schräg arbeiten würde, dann würde ich das Wenigste wegmachen und wird immer mehr werden. Naja, weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Könnte ich, aber... Ah, keine Ahnung. Juckt ja niemanden, wie ich es mache. Hauptsache, die Scheiße ist weg, ne? Aber ja. Was weiß ich.
glaube, so mache ich es einfach. So. Dann wir hier hin und her fahren. Dann, ja. Habe ich zumindest das Gefühl, das ist besser. So. Und so immer weiter und dann schaffen wir auch schon wieder gut was, ne? Zu früh, aber egal. Aber das hier schön noch mitnehmen. %30. Wunderbar. Scheiße. Leicht verkackt, egal. Nimm ich die Ecke gleich mit. Nicht ganz so schlimm. Langsam kommt einer der letzten Bahnen, kommt jetzt. Bis die Folge schon geendet hat, ey. Meine Güte. Also, ja. Wir haben jetzt jeden Moment 53 Minuten. Dann noch 7 bis 8 Minuten. Also, ja. Nicht mehr viel, aber auch nicht mehr wenig. Aber ja, nicht mehr viel, aber auch immer noch ein gutes Stück. Okay, lasse ich da jetzt erstmal stehen. Scheiß mal gerade auf die Ecke. Ah, du Vogel. Ich hab schon wieder einen Vogel rum. Gleich schon wieder jeden Moment voll, der Wagen hier. %. Ja. Schönen Strich aber da durchziehen. So, ausleeren gehen. Die nächsten Folgen sind dann 30 bis 40 Minuten lang, das reicht dann auf jeden Fall.
denke ich. Zwischendurch vielleicht noch ein Stundenvideo, aber jetzt als Anfangsvideo wollte ich jetzt einfach ein Stundenvideo raushauen. Weil ich schon so oft halt vorhatte, LS22 zu bringen und dann doch nicht gemacht habe, habe ich das jetzt vorgehabt. Und da eigentlich die meisten gesagt haben, eine Stunde, ist dann doch ein bisschen übertrieben. Ich mach's mal so, aber ja, dass es so 30, 40 Minuten geht, wird's auf jeden Fall. So, und ja, wir haben noch ein paar Minuten, dann machen wir auch noch ein paar Minuten weiter. Ist ja egal. Mann, der Tempomat, jedes Mal klappt er nicht, wenn ich ihn brauche. %, wunderbar, ich bin begeistert. Ah, hab ich schon wieder eine Ecke. Doch, doch. Ah, perfekt. Easy, doch noch mitbekommen. Oh, dann bin ich bis zu der Ecke schon fast fertig. Na, gut. Noch einmal rüberfahren, dann bin ich da schon fast komplett weg. Sehr gut. So, dann ist auch schon wieder die Reihe hier fertig. Dann noch eine Reihe und dann haben wir das Video durch. Die erste Folge. Könnt ihr ja gerne euer Feedback in den Kommentaren lassen. Ich meine, da braucht mir nicht zu sagen, dass ich mehr labern soll. Aber, naja. Wenn man eine Stunde aufnimmt, ist es schon schwierig, die ganze Zeit ein Thema zu haben, ne? Muss ich ehrlich sagen, es ist schon schwierig, dann die ganze Zeit drauf laufen, die ganze Zeit labern zu können. Deswegen, ja. Deswegen sollen die nächsten Folgen ja dann auch 30 bis 40 Minuten werden. Dann sind es 20 Minuten weniger, wo ich irgendwie was überlegen muss, zu erzählen. Oder so. Ja. Doch nicht die letzte Bahn, die vorletzte Bahn. Die letzte Bahn kommt jetzt. Aber weil doch noch nicht so weit sind, wie ich doch gedacht hätte jetzt. So, nimm das hier kurz noch mit. Ich habe sehr vernachlässigt das Spiel. Auch noch ein Game, was ich aufnehmen wollte, ist Man Bazoo. Das habe ich mir da gekauft gehabt. Hatte eigentlich eine Aufnahme gemacht, die Aufnahme war aber scheiße. Da habe ich nämlich meine Facecam extra aufgenommen. Das hätte ich auch gefertigt geschnitten und sowas. Nur ich hatte vergessen, mit dem Programm, wo ich die Facecam extra aufgenommen habe, die Audio vollkommen aufzunehmen. Das heißt, ich konnte meine Facecam nicht richtig anpassen und das war Käse. Da hatte ich da keinen Bock mehr drauf, dann habe ich keinen anderen Scheiß drauf, dann soll es halt eben nicht sein. Und dann würde ich sagen, ist hiermit sogar das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Also einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, falls ihr neu zum Kanal gekommen seid. Lasst gerne ein Abo da. Dann, genau. Und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!